Und ein herzliches Willkommen zurück zu God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von der Gameplays als Hobby und wir machen jetzt direkt dort weiter, wo wir aufgehört hatten beim letzten Teil, nämlich im Magen der Weltenschlange. Und irgendetwas tat sich. Ich hoffe, wir kommen noch heilend raus. Aua! Na du? Junge? Junge! Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Oh, Freya. Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Oh oh. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke. Die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Oh. Na gut, das ist mir ja schon seit Helheim. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du
Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Na super. Ihr zwei seid wirklich ein gutes Duo. Du musst gehen. Nein, du kannst ihn durchgehen. Bitte auf zu kämpfen. Deine Magie. Was geht euch zwei das überhaupt an? Geht mir aus dem Weg! Genug! Nun, bitte! Hör doch auf mich! Ich sagte, aufhören! Hey, ich hab Schutz der Valkyrie, Mensch! Lass mich hoch! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein. Na schön. Halt! Ja! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Oh. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Statt einfach nur Danke zu sagen oder sowas. Das werdet ihr nicht tun. Gute Nacht. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, Baldur schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Der ist richtig schmerzgeil. Herrliches Gefühl. Ich fühle. Es ist kalt. Zu meinem Jungen nicht weh. Ach so. Yeah.
Kal! Das ist so! Du bist der Atreus! Du glaubst du, das hält mich auf? Eis! Atreus! Atreus! Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Noch, oder? Und mir geht es wunderbar! Hab mich nie so lebendig gefühlt! Aufhören! Lieber! Was soll der Mist? Oh, die Viecher nerven ja. Wow. Erwischt ihr ihren Sohn damit nicht selber? Oh, das kennen wir doch. Es gab schon genug Leid. Quatsch. Sei still, Mutter. Scheiße, ich weiß nicht mal in welche Richtung. Falsche Richtung auf jeden Fall. Gibt's doch nicht. Geht doch. Jetzt bin ich dran. Oder? Oder auch nicht.
dass der überhaupt noch lebt. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Jetzt aber hier. Was? Echt, der hat das Ganze überlebt. Ich hau euch um! Scheiße. Ach so. Komm schon! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe
gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. So süß war er jetzt auch nicht. Freya. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun. Versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Was war dein Vater, Neil? Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Warum, solange ich die Kraft habe? Mit mir ist doch gar nichts passiert. Jötunheim in Reichweite. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse?
Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Das ist auch das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Legion. Freya scheint immer mehr Magie in der Hinterhand zu haben. Zuerst hat sie ihre Wurzeln benutzt, um zu versuchen, Vater und Baldur aufzuhalten. Aber sie waren so zu stark. Dann hat sie Tamu wiederbelebt, den riesen Steinmetz. Das war unglaublich, aber es hat noch immer nicht funktioniert. Baldur hat weiter versucht, Freya zu töten und das konnten wir nicht zulassen. Also haben wir weiter gekämpft und Freya hat diese komischen Kreaturen gerufen. Sie haben immer wieder versucht, Vater von Kämpfen abzuhalten. Glücklicherweise lassen sie sich leicht besiegen. Trotzdem gibt es echt viele von ihnen. Wollte sie töten? Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gib ihr Zeit, Freunde. Ich werde ziehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jotunheim wartet. Was haben wir Baldur denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Wo sind wir hier? Das Portal war irgendwie jetzt neu. Ja, hier waren wir aber schon. Okay. Hier ist jetzt nur halt schon alles zerstört. Gibt es hier vielleicht noch den letzten Raben irgendwo? Ne, hier gibt es keinen Raben. 100% abgeschlossen. Halt! Nein, nicht so. Die Weltenschlange hat sich ja schon wieder bewegt. Ich will jetzt erstmal wissen, ist das Wasser noch tiefer gesunken? Und vielleicht hat der Mimi ja noch etwas zu erzählen. Mimir, was ist aus dem Sohn des Steinmetzes geworden? Rimf, Tamus Sohn. Als er das Meisterwerk seines Vaters vollendet hatte, die große Mauer von Jotunheim, dachte er nur noch daran, die Asen für ihre Verbrechen gegen die Riesen büßen zu lassen. Einst hatte er Thor bekämpfen wollen, doch die tragischen Geschehnisse hatten Rimfur weise und schlau gemacht. Er bemerkte, dass die Mauern Asgards nur halb fertig und marode waren, denn mit solch leidiger Arbeit gab sich kein Asen dort ab. Also verkleidete sich Rimfur als gewöhnlicher Mann und machte den Asen ein Angebot. Er würde ihnen majestätische Mauern errichten, und zwar innerhalb von 2 Jahreszeiten, sonst müssten sie ihm nichts zahlen. Wenn ihm dies doch gelinge, bat er lediglich um eine Audienz bei der Göttin Freya. Odin willigte ein, denn er wusste, dass die Aufgabe unmöglich war, doch der Fremde faszinierte ihn. Rimfur erledigte die Arbeit natürlich im Nu. Er hatte von seinem Vater gelernt und besaß einen magischen Hengst, der ihm Steine brachte. Odin war nicht gerade erfreut darüber, dass er die Wette verlor. Doch er schien sein Versprechen zu halten. Freya wurde zum Steinmetz geschickt und zu ihrer Überraschung wollte er ihr nur etwas ins Ohr flüstern. Als er das getan hatte, verließ er Asgard. Und als er Thor an den Toren Midgards auf ihn warten sah, wusste er, dass er hereingelegt worden war. Doch es war ihm egal, weil er seinen Plan vollendet hatte. Ach ja? Was hatte er Freya gesagt? Nur sie kennt die wahre Antwort, aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken.
Rimthur wusste, dass Freya die Asen trotz ihrer Heirat mit Odin hasst. Ich glaube, er verriet ihr, wo Asgards Mauern verwundbar waren. Vielleicht hatte er ein paar Schwächen eingebaut, bauliche oder auch magische, was sich wohl zeigen wird, wenn Ragnarök beginnt und Sutter kommt, um Asgard niederzubrennen. Sehr interessant. Und nee, das Wasser ist nicht tiefer gesunken. Okay, wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Das heißt, hier ist schon wieder Feierabend. Und ja, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf schwer. Jetzt haben wir sogar gegen Baldur gekämpft und haben gewonnen. Da musste ich jetzt auch sagen, die Valkyrenkönigin war 1000, war auf jeden Fall schwerer. Ja, wahrscheinlich waren wir zu stark von unserer Rüstung und sowas her, von Level generell, wir sind ja Level 8. Und Baldur, dem seine Lebensanzeige war ja regelrecht grün, nicht noch nicht mal mehr gelb wie bei der Königin. Von daher konnte man den sehr gut was abziehen und er uns eher weniger. Hat wohl gut funktioniert alles auch schwer. Ach so, ich wollte ja fertig sein. Okay, also, ja, das war, wie gesagt, God of War. Und von Löher Gameplays als Hobby. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr wahrscheinlich beim letzten Teil. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite oder auf YouTube generell. Und bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.